Aber pass auf, die können gefährlich sein. Aua. Oh, was? Die schießen? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindfaction 2. Heute das erste Mal mit einem Gast aus einer anderen Stadt. Hallo, Bubbles. Hallo. Bin ich echt der erste Gast? Ja, tatsächlich. Sonst habe ich immer nur mit meiner Stadt aufgenommen. Okay. Und jetzt cool. Das erste Mal mit dir. Oh mein Gott. Wow. Bist du stolz drauf? Ja, ich bin wirklich ein bisschen stolz. Also, wow. Ja, du bist ja bisher ein ganz besonderer Kandidat. Du hast jetzt, das ist jetzt deine 13. Folge. Ja. Wie oft bist du so gestorben? Warte, ich kann es dir nachgucken. 9 Mal. Das ist doch schon mal okay, gut. Oder? Und wir haben heute nichts anderes vor, als in den Nether zu gehen. Genau. Und deswegen muss ich jetzt erstmal zu euch kommen. Genau, komm mal erstmal zu uns und dann werde ich dich vielleicht töten, vielleicht lasse ich dich aber auch leben. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Okay. So, ich habe jetzt erstmal keine Zeit hier zum Sortieren, ich packe wieder alles durcheinander rein. Das ist super, dafür haben wir das Lagerungssystem gemacht. Hier ist schon eins. Ja, tatsächlich. Also so angefangen, es ist noch nicht ganz sortiert, aber ein bisschen haben wir getan. Dann nehme ich das Brot. Wahrscheinlich kommst du jetzt und tötest mich einfach. Das wäre witzig. Boah, ich würde es gern machen, ne? Nein, natürlich nicht. Bist du schon hier? Nee, ne? Nee, ich... Wir haben unsere Stadt ein bisschen weiter abseits. Weg vom Portal. Achso, ja, wir sind halt mittendrin, ne? Ja. Das ist so das kleine Problem. Aber ich würde dir nicht empfehlen, mich anzugreifen. Du kannst es gerne versuchen. So ein Schlag mal so zum Testen würde ich gerne mal machen. Wir können ja gerne am Ende der Folge... nochmal ein Duell machen, so 1 versus 1. Ja. Und dann sehen wir, ob du die Folge überleben wirst oder nicht. Wenn du Bock drauf hast, können wir es machen. Alles klar, dann machen wir das so. Dein Equip kriegst du natürlich wieder, falls das du verlieren solltest. Das müssen wir am besten jetzt rausschneiden und das dann einfach so zum Schluss machen. So überraschend zum Schluss. Ja. Genau. So, okay, ich bin dann soweit hier. Also wenn du da bist, sag einfach Bescheid, dann hole ich dich ab. Dann kriegen wir das hin. Du wirst meine Aura spüren. Ich werde deine Aura spüren, das ist gut, das ist hervorragend. Dann mach ich mal das in der Zeit noch. Da siehst du, ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen, wenn wir schon in den Nether gehen, dann vielleicht doch etwas vorbereiteter. Jetzt gerade. Also wenn du hier bist, komm sonst einfach dann, wenn du aus dem Portal rauskommst, nach links. Da ist so ein kleiner Durchgang. Da könntest du sonst hingehen. Wir haben echt viele davon noch, das ist cool. So, was brauche ich denn? Ein Kessel wäre halt richtig cool. Und ich weiß nicht, wo wir den hingelegt haben. Ah, hier haben wir einen. Und ein paar Wassereimer sind, glaube ich, noch da. Laufe ich überhaupt nicht? Sehr gut, wir werden niemals in den Nether kommen. Oh, lol. Nein! Du rennst in die falsche Richtung? Ja! Oh, nein. Ich habe es mir gedacht. Nein! Moment. So, jetzt laufe ich. Ich habe schon gedacht, hä? Also hier in der Gegend war ich ja noch gar nicht. Oh nein. Kein Problem. Ich mache in der Zeit noch so ein bisschen anderes Zeug. Mal schauen. Ja, alles klar. Ich greife mal schnell noch Bobsos und Ripchart in der Zeit an, ne? Kannst du machen, die sind in der Farmwelt. In der Farmwelt sind die, ne? Okay. Ja. Da ist aber einer informiert gerade. Ja. Das finde ich beängstigend. Ich nehme dann, glaube ich, die Hacke mal mit. Ist vielleicht ein bisschen ansprechender. Und ansonsten... Das mache ich, glaube ich, mal. Ein bisschen Holz farmen in der Zeit, bis du hier bist. Jetzt hier lang. Okay. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hoffe es. Wie sind so deine Mindfaction-Erfahrungen mittlerweile? Also du mit anderen Spielern Kontakt hattest jetzt noch nicht so, also kämpferischen, ne? Ach so, nee. Welche? Du warst jetzt statt blau, okay? Genau. Okay. Ah, die fällt ja gar nicht alle Bäume auf einmal. So halbwegs. Ist das überhaupt die richtige? Ich weiß es nicht. So teilweise fällt sie ja alles, teilweise nicht. Muss man immer den unteren nehmen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bin gleich am Portal. Das ist schön. Ja. Das ist sehr gut. Dann können wir sogar in den Nether gehen. Ja, das könnten wir machen, oder? Wollen wir? Ja, wäre ganz gut. Okay. So. Da haben wir noch einen. Hier muss noch irgendwo was drin sein. Komm schon. Bäumchen, zeig dich. Wo bist du? Ja, ich sehe das Portal. Also, oh, ja. Unser. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut.
So, das Bäumchen ist weg und hier ist noch ein bisschen was. So, jetzt müsste alles weg sein. Ich fühle mich richtig mächtig mit meinem Diamantschwert. Nicht mehr lange. So, so, so. Jo. Das war jetzt. Gut. Du bist hier? Müsstest du ja sein, ne? Ja. Ja. Hallo, oh mein Gott. Hallo, hier bin ich. Hallo, hallo. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Ich schlag dich lieber nicht, ich weiß nicht, wie viel Schaden ich mache. Hallo. So, lass uns direkt in den Nether vielleicht. Okay. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Mann. Alles klar. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich laufe. Boah, das sieht voll geil aus bei euch. Ja, geht so, ne? Ist noch nicht so viel gemacht worden. Aber die Anfänge sind gesetzt. Für etwas ganz Großes. Oh ja. So, bei euch in der Stadt sterben die generell eigentlich ziemlich häufig, ne? Du stirbst ziemlich oft, Dubi stirbt, glaube ich, auch relativ oft. Ich glaube, Dubi ist erst dreimal gestorben. Ja, aber hat auch noch nicht so viele Folgen, glaube ich. Ja gut, das stimmt. Oh je, so. Jetzt instant tot. Instant tot, ne? Hier ist eigentlich alles safe. So. Ich würde ganz gerne kurz... Warte mal, wo bin ich hier? Ne, hier ist falsch. Okay. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Du bist das erste Mal jetzt im Nether, oder? Ja. Coole Sache. Oh, gerade ein bisschen geruckelt. Hier ist gleich eine Festung. Hier ist ein Pigman. Nicht schlagen. Nicht schlagen. Okay. Danke, Bubbles. So. Okay. Ach, da bist du. Ja, ich bin dann soweit vorbereitet. Wir können jetzt eigentlich vielleicht nicht in der Festung rumgammeln, sondern vielleicht irgendwo anders hingehen. Wir müssen ein bisschen umherlaufen. Ja. Wenn du magst. Weil da hinten jetzt auch Wither-Skelette sind. Wir könnten hier rüber gehen. Hurra! Ja, Vorsicht! Du schaffst das, du schaffst das. Hier kommst du eigentlich rüber. Das schaffst du. Ich vertraue dir. Nice! Sehr gut. So, ich weiß nicht, was wir großartig machen. Oh, oh, ich brenne! Fledermaus, schlag zu, schlag sie! Mach sie tot! Es ist nur eine Fledermaus. Du schaffst das. Oh, ich glaube an dich, Bubbles. Das Blaue? Es ist Kobalt, ne? Drauf. Ich glaube, das kannst du nur mit irgendwas Gutem abbauen. Was ist das? Oh. Arditerz. Kann man, glaube ich, auch nur mit guten Sachen abbauen. Boah, ich muss irgendwie die Helligkeit mal ein bisschen... Ja. Es ist relativ dunkel hier, tatsächlich. Oh, pass auf, da hinten. Ah, jetzt ist alles... Oh, jetzt was ist das? Ach, ein Hühnchenreiter, okay. Jetzt habe ich den Durchblick. Das ist gut. Guck, diese kleinen Schweinchenmännchen, meine ich hier. Ja. Die machen die nichts. Genau, die machen nichts. Die kannst du einfach alles töten. Klar. Und das Leder davon ist ziemlich cool. Das brauche ich. So, wo gehen wir jetzt hin am besten? Einfach hier mal so ein bisschen lang schlendern, meinst du? Ja, ja. Okay. Oh, na, nicht hier. Nicht nee. Hier. Nein, warte. Ich will hier weg. Ganz ruhig bleiben. So, oh, ich glaube, hier ist nicht die beste Idee, lang zu gehen. Hier geht es irgendwie nicht so richtig weiter. Okay. Lass uns mal vielleicht einen anderen Weg suchen. Tatsächlich? Ja, da bin ich dabei. Okay. Vielleicht hier oben lang? Mal gucken. Auf jeden Fall, wenn du so einen roten Creeper siehst, pass auf. Ein roter Creeper? Ja, die könnten gefährlich sein. Okay. Und diese Dinger können manchmal auch gefährlich sein, diese leuchtenden irgendwases. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ein goldener Schnatz. Ein goldener Schnatz. Fang ihn. Ho, ho. Hast du ihn angegriffen? Ja. Ich weiß es, ich glaube, das ist nicht so gut. Das nein. Um ihn zu kriegen. Okay, habe ich ihn? Ich habe ihn, glaube ich. Ja. Okay. Ich habe halt keine Ahnung, was die machen. Aber ich glaube, Elektrostöße sind halt gut gegen Eisenrüstung oder so. Achtung! Wow! Oh mein Gott, von wo kam der denn? Das war so eine explosive Fledermaus. Die hat sich in die Luft gejagt. Ich glaube, yes. Yes, Fledermaus. Und nicht auf diese Wolken springen, okay? Da fällst du durch. Auf diese Schwefelwolken. Okay. Genau, da nicht reinspringen. Ich habe ein bisschen Angst um dich, tatsächlich. Nein, brauchst du nicht. Okay, wenn du das sagst, erzähl ich ganz gerne. Komm mal her, das Zeug. Hier runter ist natürlich auch wieder ein bisschen kritisch, ne? Tatsächlich. Ach, ich wollte sagen, Wassereimer, aber... Ja, geht ein bisschen schwierig. Ne, da kann man... Du bist auf jeden Fall mutig, Wasser. Das können wir dir nicht lassen. Warum? Da kann man doch gucken. Ja. Boah, wenn ich dich jetzt schlagen würde. Ja, wenn ich dich schlagen würde, genauso, Mann. Kommen wir da runter? Eher nicht so, ne? Also ich schon, ich habe Federfall 4 Schuhe, aber... Was? Ja, aber du würdest es, glaube ich, nicht überleben. Deswegen ist das, glaube ich, keine Alternative.
Hier kommen wir irgendwie nicht weiter so ganz, ne? Wirklich? Nicht so wirklich. Ah. Vielleicht kommen wir... Guck mal, da hinten sind so... Da ist so ein Nitro-Creeper. Möchtest du den mal angreifen? Was ist das? Ein... Nitro-Creeper. Der ein jagt sich sehr schnell in die Luft und macht sehr viel Schaden, glaube ich. Ich verzichte. Du verzichtest, okay. Soll ich ihn mal angreifen? Was ist denn da hin jetzt? Ja, mach mal. Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht mehr. Hä? War der nicht eben noch hier? Was ist das? Ja, das sind diese Schweinchenmänner, die ich brauche. Ach so. Aber du kriegst ihn wahrscheinlich jetzt runter. Die rennen immer so an Klippen lang. Das ist immer uncool. Das heißt, man könnte den höchstens irgendwie absaven oder so. Aber das ist natürlich riskant. Wo ist denn dieser Creeper? Ich will den sehen. Achtung, geh mal aus dem Weg. Ja, perfekt. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, der Creeper ist weg. Die sehen sehr süß aus. Aber wo der hin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ist ein bisschen schade natürlich. Ja, ich hätte den jetzt schon gerne mal gesehen. Ja. Wir können ja einen suchen gehen, wenn wir irgendwo hinkommen. So. Ja, wenn wir irgendwo hinkommen. Wenn wir irgendwo hinkommen, richtig. Ja, meine, gehe ich halt hier rein. Da ist viel Erfahrung gewesen. So, ja, hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir rennen nochmal hier rüber. Und uns hier hoch. Geschafft. Ja. Okay, vielleicht hier lang. Komm schon. So. Bin hinter dir. Okay. Oh, hier ist irgendwo ein Schleim. Glaube ich. Oh! Ah, Achtung, diese... Oh. Die machen nicht wenig Schaden. Au! Schaffst du das? Oder brauchst du meine Hilfe? Ich brauche deine Hilfe, Bubbles. Attacke! Ich komme! Das Ding da oben. Oh, wow. Ja, aufs Feuer aufpassen. Mann, es macht nicht wenig Schaden, tatsächlich. Ich gehe erstmal... Jetzt. Komm schon! Ich hab den verfehlt. Ich hab ihn einmal getroffen. Boah, ich muss mal kurz weg jetzt, echt. Ganz kurz mal Abstand gewinnen. Oh. Das ist ein bisschen aggressiv tatsächlich. Du hast bestimmt aggressiv gemacht, die Geister. Du hast ihn? Nice! Sehr gut. Ein Herz und eine ätherische Essenz. Hast du so ein richtiges Herz oder so ein Mini-Herz bekommen? Da steht einfach nur Herz. Okay. Das ist, glaube ich, ein eher unwichtiges Teil. Glaube ich jedenfalls. Was bist du denn für ein Vieh? Ein kleiner Magma-Schleim. Töten. Bubbles, töten heute nur. So. Jetzt allzu viel Zeit haben wir gar nicht mehr, ne? Tatsächlich. Ich glaube nicht. Ich glaube nur noch so 2 Minütchen oder so. Oder haben wir viel geschafft, oder? Geht so, ne? Du hast überlebt bis hierhin. Das ist mehr... Sag das nicht so laut. Was ist das hier? Guck mal, hier sind noch Feuermagier. Wollen wir Feuermagier angreifen? Ja. Ja, Bubbles ist dabei. Bubbles möchte töten. So. Oh, hier sind richtig viele kleine... Oh, sind hier viele kleine Schweinchen. Okay, wir greifen erst die Feuermagier da hinten an, okay? Warte, wie sehen die aus? Diese schwarzen. Ah, mit den Feuerarmen. Aber pass auf, die können gefährlich sein. Aua. Oh, was? Die schießen? Ja. Okay, ich hab einen. Ich brenne. Oh Gott, komm weg. Lauf. Nein! Bubbles. Nein! Oh Mann, haben wir was anderes erwartet? Oh, hey, aber wie ist denn das jetzt? Wie ist das passiert? Ja, ich glaube, der war Ultra, oder? Der war Rare. Der ist Rare. Ja. Wither und Cloaking. Scheiße. Wither-Effekt ist scheiße. Aufheben, das wäre sehr nett. Ich versuche es gleich. Ich muss kurz, will kurz noch meine Ärztin hochwerden, dann greife ich ihn an, aber er ist gerade unsichtbar bei mir. Glaube ich. Oh nein, dann nimm lieber Abstand. Ach, da ist er, okay. Oh Gott, er wird unsichtbar. Greift mich hardcore an. Ja. Ich sehe nicht, wie viel Herzen er hat. Ich weiß es nicht. Komm schon. Habe ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn. Aber ich habe auch den Wither-Effekt noch. Ich muss kurz mal ein bisschen Abstand gewinnen. Okay, alles safe. Dann hole ich mir noch die Schweinchen und, oh nein, das ist ein OP-Höllenhund. Och nö. Deine Sachen fliegen rum. Ja. Ach, du siehst das noch. Fledermauswolle. Den Dia-Schwert habe ich. Ja, okay, ich glaube, das war das Wichtigste, was hier noch so war. Gut, ganz kurzen Moment habe ich, glaube ich, noch, um hier die Schweinchen... Hey, komm her, Schweinchen. Komm hier, stirb für mich. So. Waren hier nicht eben noch so richtig viele? Wo sind die alle hin? Die sind weggelaufen vor dir. Die stürzen sich, glaube ich, immer in die Klippen rein. Finde ich nicht gut. Mann. Okay, gut.
Ja, Bubbles, schade. Ja, aber du hast meine Sachen? Ich hab deine Sachen, richtig. Du hast sie nicht verloren. Das, ja. Du kriegst sie wieder. Alles gut, alles wunderbar. Hier ist noch so ein komisches, ätherisches irgendwas. Ich baue mich hier mal kurz ein im Nether und ja, dann beenden wir die Folge einfach mal. Es hätte fast geklappt. Es hätte fast geklappt. Aber wir mussten diese Feuermagie unbedingt angreifen. So, das war's mit der Folge. Ja. Vielen Dank an dich fürs Sterben. Aber du hast mich gerettet gegen dieses eine, also gerettet, vielleicht wäre ich auch nicht gestorben, aber du hast mir geholfen. Gerettet. Wir sagen gerettet, genau. Du hast dich ehrenhaft für mich geopfert. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Schaut auch gerne mal bei Bubbles vorbei, da könnt ihr sehen, wie er gestorben ist, weil ich habe das nicht so wirklich auf dem Bild gehabt. Und ich auch nicht. Ich war fast tot, keine Ahnung. Mal wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.